Servus Leute, wir sind da jetzt bei einer Philips Senseo gelandet, die angeblich das Problem hat, dass sie sich abdreht nach ein oder zwei Kaffee. Jetzt testen wir das einmal. Ich denke, es funktioniert so, noch nie probiert. Jetzt ist er aufgeheizt. Ein Kaffee ist fertig. Die Creme ist ein Wahnsinn. Wow. Wer hätte das gedacht? Machen wir einen zweiten. Hat auch funktioniert. Ne? Wir sind ja nicht so, drück mal einen dritten. Läuft noch immer. Okay, nach dem fünften Kaffee hat sie sich abgeschaltet. Das werden wir jetzt einmal angehen. Wasser weg. Abstecken. Das liegt wahrscheinlich an dem Kondensator. Das werden wir dann ausprobieren. Das werden wir dann eh sehen. Woran es nur noch gelegen hat. So, das Ganze jetzt im Bambauteile weg. Gut. So. Hier haben wir zwei Schrauben. Hier haben wir zwei Schrauben. Jetzt haben wir hier und hier so Zähne und das da auseinander zu machen. Hier ist auch ein Zahn. Hier ist auch einer. So. Da müssen wir einfach anreißen, weil das hier gehalten wird, in diesen Zähnchen da. Schauen wir mal, ob wir das besser machen können mit der Schraubenzieher. Ja, unwahrscheinlich. So. Schauen wir das Ganze wieder hin. Und hier sind sie. In diesen Löchern
drinnen. Gut. So, mal diese Teile heraus. Und da ist jetzt das gute Stück. Das hat eben den Wasserboiler. Das ist eigentlich ein Wasserbehälter mit einer Heizschnecke drin. Das ist kein richtiger Boiler im Grunde genommen. Also wie ich von den größeren Maschinen eher gewohnt bin. Moi. Schaut euch diese liebe Wasserpumpe an. Mein Gott. Die ist um die Hälfte kleiner als wir normalen Kaffeemaschinenautomat. Wow. So was Liebes. Gut. Was haben wir jetzt hier? Da ist jetzt die Platine. Das da ist das Kabel für die Knöpfe oben, für die Steuerung und die Sensoren. Das hier ist auch ein Sensor, ob die Klappe zu ist, von dem oberen, ob der, dieser Schließmechanismus geschlossen ist. Das ist hier angeschlossen. Das ist der Temperatursensor, der ist hier angeschlossen. Was haben wir noch? Da haben wir Minus und Plus von 220 Volt Strom. Da haben wir die Masse. Dazwischen haben wir eine Heizüberwachung auf, schätze mal, 170 Grad. Wenn er über drüber geht, dann löst das aus und dann kann der Boiler nicht mehr heizen. Da haben wir eben die Wasserpumpe mit beiden Anschlüssen. Ja, das ist der Sensor für den Wasser. Also Wassersensor für den Tank. Jo, gut. Dann machen wir das jetzt mal auf. Stecken wir die Dinge ab. Wo ist mein Schraubenzieher? Einmal. Zweimal. Da die Stecker alle unterschiedlich sind, werdet ihr es nicht schaffen, irgendeinen Stecker falsch anzuschließen. Also da macht man sich immer keine Sorgen darüber. So. Und da ist jetzt das gute Stück. Das stecken wir auch ab. Dazu müssen wir hier einmal drücken und dann hochziehen. Ich würde sagen, wir machen das ja direkt gleich hier, weil sonst müsste ich jetzt das auch noch abstecken und das Pluskabel hier oben. Das lassen wir dabei. Jetzt heize ich einmal den Lötkolben und melde mich wieder. Vielleicht interessiert euch das einmal auch, nur dass ihr den Unterschied seht. Das ist eine eine Wasserpumpe von einer Kaffeemaschine, von einem Vollautomaten. Und genau derselbe Typ, nur in Hälfte, hat dieses Ding drin. Also ich finde das echt cool. So, es sind jetzt die zwei Punkte dazu auslöten. Schauen wir mal.
Gut. Das hätten wir. Noch mal reindrücken vielleicht. So. Dann prüfen wir das Ganze, ob die Durchgänge in Ordnung sind. Die Seite. Passt. Gut. Das ganze Ding schaut so aus. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Okay, gut, dann bauen wir das Teil wieder zusammen. So, setzen wir die Platine ein. Die sitzt leicht schief. Achtet drauf. Jetzt stecken wir die Stecker an. Der Windling zuerst. Vierer. Dreier. Die Knöpfe. So, gut. Das Ganze geht so drin. So, Deckel nicht vergessen. Den habe ich schon einmal vergessen. Voll ärgerlich. So. Also der muss da unten in den Kabel und da ins Loch. Dann ist das Teil mal richtig, denke ich. Schauen wir mal. So, jetzt ist drin. Genau. Aha, okay. Also es geht da, da hinein. Das drückt dann das Kabel herunter. Gut, dann verbauen wir wieder die Teile. Diese zwei Löcher. Ihr müsst schon zuerst das reinkommen, indem ihr das da hochhebt und daher schiebt. So, das zweite Stück in den Löchern hinein. Das dann auch vorziehen. Hier. Fest. So. Da sind wir schon einmal bereit. Jetzt ist wichtig, dass diese Zähnchen hier, das linke muss oben sein. So, und dann erst zu machen. So. Gut. Zusammendrücken, dass das da alles da reinkommt. Hier können wir auch jetzt reindrücken. Da auch. So. Die Maschine ist wieder zusammengebaut. Jetzt machen wir da die vier Schrauben zu.
Also 1, 2, 3, 4. So, die Schrauben haben wir zu. 1, 2, 3, 4. Anstecken. Wassertank. Einschalten nochmal. So. Dann würde ich jetzt einmal sagen, wir starten einen Test. Und oh, da ist schon was drin. Habe ich schon was reingegeben. Auf jeden Fall. Das kostet nicht wirklich viel. Ich habe sie mir da schon, habe mir gleich einige gekauft. Kostet 1,60, 70 Cent mit Versand oder was. Ich habe jetzt, also jetzt 12 Euro bezahlt für 10 Stück. Kann ich immer weiter verwenden, weil das ist ein Standardproblem bei den meisten solche Tabs-Maschinen, dass sie sich irgendwann abschalten. Das ist der Kondensator. Und ja, kein Ding. Für 2 Euro ist die Reparatur in 10-20 Minuten erledigt. Und bevor jetzt, ich meine, ja, die Dinge kosten, was kosten die? 50 Euro, 70 Euro. Und trotzdem würde sich eine Reparatur auszahlen, würde ich sagen. Also ich würde es mir antun. Wenn das Ganze jetzt, wenn es ganz schlimm hergeht, sagen wir mal mit Versand, dass ihr zahlt vielleicht 6 Euro. Und dann habt ihr wieder eine Kaffeemaschine, die wieder zuverlässig funktioniert. Ja, super Creme macht. Mit dem billigsten Penny Test Kaffee. Und der schmeckt nicht einmal so schlecht. Der schmeckt wirklich gut. Okay Leute, ich hoffe das Video bringt euch weiter. Und wenn ihr über weit irgendwelche Fragen habt, könnt euch jederzeit melden. Ich schaue, dass ich schnell, so schnell wie möglich antworte. Also dann, viel Spaß und bis zum nächsten Video. Baba.